بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter auf Seite 149. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Nominalsatz, weil das waren ja keine Sätze in dem Sinne, ein großer Tisch zum Beispiel oder der große Tisch, sondern jetzt kommen wir zum Nominalsatz und das ist eben der Satz, der beginnt mit einem Wort mit Artikel und das Adjektiv danach, die Beschreibung, hat keinen Artikel, wie wir jetzt, inshallah ta'ala, sehen werden. Auf Seite 149, wer liest mal das Beispiel vor? Ja? Al-Kitabu Jamilun. الكتاب جميل. Kannst du es ein bisschen heller machen? Barakallahu fik. Was sehen wir hier? Wir haben hier das Wort الكتاب mit Artikel. Deswegen auch nur eine Vokalisation am Ende. Und جميل, hier ist kein Artikel. Deswegen doppelte Vokalisation. الكتاب bedeutet was? Das Buch. Jamilun bedeutet schön. Und der Satz lautet jetzt wie? Genau. Al-Kitabu Jamilun, das Buch ist schön. Das Buch ist schön. Ihr seht hier, im Deutschen haben wir das Verb ist hinzugefügt. Im Arabischen nicht. Also wir haben hier kein Verb. Hier ist ein Verb, ja. Ich bin, du bist, wir sind, ja. Aber dieses Verb sein eben, das muss im Deutschen hinzugefügt werden. Du sagst nicht das Buch schön, sondern im Deutschen sagst du das Buch ist schön. Im Arabischen aber nicht, sondern du sagst Al-Kitabu Jamilun. Das heißt, was ihr machen müsst, ist Folgendes. Ihr müsst unterscheiden zwischen diesen drei Formen. Kitabun Jamilun, Al-Kitabu Al-Jamilu, natürlich, wenn wir es richtig lesen, Al-Kitabul Jamilu, und Al-Kitabu Jamilun. Das müsst ihr üben. Okay? Das heißt, wenn ihr diesen Vortrag seht, danach eben schön üben, diese Unterschiede. Mal macht ihr Tiflun Beshushun, mal At-Tiflu Beshushun, At-Tiflul Beshushun. Das muss sitzen. Denn die gesamte arabische Sprache ist auf diesem Grundgerüst aufgebaut. Die gesamte arabische Sprache. Wer das nicht versteht und unterscheidet, der wird Probleme später haben. Und deswegen, das muss sitzen. Es ist sehr einfach. Nur ein bisschen üben. Ja, also nicht von einem Tag, okay, ich kann's. Nein, nein. Wiederholen und wiederholen. Also üben wir das jetzt mal. Wir haben das Wort Babun und Kabirun. So, und jetzt möchte ich, was heißt Babun? Ja, eine Tür. Kabirun? Groß. Jetzt möchte ich den Satz, die Tür ist groß. Ja? Al-Babu Kabirun. Al-Babu Kabirun. Al-Babu Kabirun. Wichtig ist, wir haben hier ein Wort, das ist bestimmt.
Was heißt nochmal bestimmt? Es ist also nicht irgendeine Tür, es ist eine spezielle Tür. Warum ist das wichtig? Denn wenn wir hier anstatt so ein Wort, irgendeinen Gegenstand, einen Namen haben von einer bestimmten Person, dann ist es auch bestimmt, ja, obwohl da kein Artikel ist. Zum Beispiel. Wer liest vor? Nochmal? Genau. Muhammadun Nabiyun sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun, ist es bestimmt oder unbestimmt? Unbestimmt. Unbestimmt? Irgendein Muhammad? Wie viele Propheten haben wir, die Muhammad heißen? Also ist er bestimmt oder unbestimmt? Unbestimmt? Warum ist das unbestimmt? Weil da kein Artikel dran ist? Was sagte ich denn? Ich sagte, Al-Babu ist bestimmt aufgrund des Artikels. Also eine bestimmte Tür, nicht irgendeine. So. Bei Namen von Personen, die sind bestimmt. Du meinst eine bestimmte Person. Wenn ich jetzt sage Muhammadun, dann ist es eine bestimmte Person, nicht irgendjemand, das ist der Muhammad schlechthin, sallallahu alaihi wasallam. Nicht irgendein Muhammad, es gibt viele Muhammads auf dieser Welt. Ja? Aber wenn ich jetzt sage Muhammadun Nabiyun, also es ist eine bestimmte Person. Also was lautet dann dieser Satz? Wie ist die Übersetzung? Der Prophet. Nein. Muhammad ist der Prophet. Was hatten wir hier? Al-Babu Kabirun. Die Tür ist groß. Al-Kitabu, wo haben wir es? Genau. Jamilun. Das Buch ist schön. Muhammadun Nabiyun. Muhammad, also der Muhammad ist was? Ja, oder eben, ja, entweder du sagst, ist Prophet oder ein Prophet, ja, also, bitte? Wie würde es heißen, wenn man sagt, wenn einfach den Titel hat, also, wenn man sagen würde, Nabi als Titel, also, Prophet. Was meinst du als Titel? Also, geht es, wie man jetzt von seinem Werk, wie es wird, wenn man der Prophet als Titel darstellt, also Muhammad der Prophet. Muhammad an-Nabiyyu. Muhammad der Prophet, Muhammad an-Nabiyyu, also mit Artikel. Aber wenn es jetzt nicht mit Artikel ist, dann ist es dieser klassische Satz hier. Ja? Muhammadun Nabiyyun. Okay? Ja? Bei Nabiyyun muss er nicht Schadda sein. Jazakallahu khairan. MashaAllah, MashaAllah. Al-Qur'anu Jamilun. Heißt was? Der Koran ist schön. Also das ist jetzt ein Satz. Also was mit dem Verb sein? Ja? Du musst hier das Verb sein benutzen. Ist. Ja? Im Gegensatz zu dem, wenn da kein Artikel ist. Kitabun Jamilun, also natürlich mit doppelter Vokalisation dann. Kitabun Jamilun war was nochmal? Ein schönes Buch. Al-Kitabul Jamilu war was nochmal? Das schöne Buch. Al-Kitabu Jamilun? Das Buch ist schön. Habt ihr das verstanden? Dann wollen wir weiter üben. Ja, bitte? Also, dann ist es dann immer mit Dun auch bei Namen, also ist es dann nicht mit normalen Buch? Ja, Jazakallahu khair. Namen haben doppelte Vokalisation. Warum? Weil eben hier kein Artikel überhaupt dran gehängt wird bei Personennamen. Ja?
Und deswegen haben sie eine doppelte Vokalisation. Ja? Es gibt aber auch Ausnahmen. Nein. Ja gut, das ist ein Name von, das ist ein Name eines Buches, aber ich rede hier von Personennamen, Menschennamen, Personennamen, genau. Ahmed, Muhammad, Abdullah, Zainab, Hafsa, Maryam. Ja, es geht um Personennamen, habe ich gemeint, dass sie hier ohne Artikel sind. Bei Marken oder so würde man dann das nicht. Also bei Markenprodukten, wenn du sagst zum Beispiel Adidas Jamilun, also ich weiß nicht, männlich oder weiblich Adidas, auf jeden Fall, dann wäre das tatsächlich auch so. Adidas ist schön. Ja? Du sagst nicht El Adidas. Adidas Jamil. Jamilun also. Ja? Okay? Aber El Quran hat den Artikel. Wenn du sagst Quranun Jamilun, dann würde das was heißen? Ein was? Jamilun? Ein schöner Koran. Und nicht der schöne Koran. Okay? Auch wenn das der Name vom Buch ist, aber Koran ist halt alles, was gelesen wird, nennt man Koran. Aber der Koran hat eben auch diesen Namen. Genauso wie Al-Madina. Medina ist jede Stadt, ist eine Medina. Aber Al-Madina ist eben Al-Madina, also auch noch ein Name. Okay? Machen wir mal weiter mit den Beispielen. Was hat er hier denn Schönes? Al-Qalamu Sagirun, auf Seite 151. Al-Qalamu Sagirun, was heißt das? Ja? Nein. Ja? Der Stift ist klein. Noch einmal, wenn ihr seht, erstes Wort Artikel, zweites Wort kein Artikel, dann muss es Kling machen, ich muss das Verb ist benutzen. Okay? Nächstes Beispiel, hier hat er die Shadda drauf gemacht, ne? Diesmal. Wer hat das Buch? Nächstes Beispiel, 151. Bitteschön. Mhm. Heißt? Der Schüler ist fleißig. Sehr schön. Der Schüler ist fleißig. Okay? Seite 152. Aber nicht auf der anderen Seite hingucken. Da ist die Übersetzung. Ja, bitteschön. Na, nochmal? Nein, nein, nein. Bei Zaki ist kein Artikel. At-Tiflu Zakiyun heißt was? Genau. Der Schüler ist schlau. Ja? Ah, entschuldige. Jazakallah. At-Tiflu, das Kind ist schlau. Genau. Jazakallah. Das Kind ist schlau. Nächstes. Ja? Ja? Genau. Al-Jaru Karimun, der Nachbar ist edel oder eben großzügig, wie du Karimun übersetzen möchtest. Al-Jaru Karimun, ich schreibe es mal hier auf. Al-Jaru Karimun. Hier, Al-Jaru, der Nachbar ist Karimun, edel oder großzügig. Der Nachbar ist großzügig. Also wenn ich einen Artikel habe bei diesem Wort und keinen Artikel habe beim zweiten Wort, dann muss ich was machen? Ein ist dranhängen. Okay, dann was heißt ein großer Junge? Ein großer Junge oder ein großes Kind von mir aus. Ja. Waladun kabirun. Ja, waladun oder eben Tiflun. Ja.
Tiflun, Waladun hat er noch nicht benutzt hier, oder? Ah, doch, Waladun. Sehr schön. Waladun Kabirun. Sehr schön. Der schöne Stift. Der schöne Stift. Ja? Der schöne Stift. Nochmal? Guck mal, L nicht mit doppelter Vokalisation. Nicht Al-Qalamun. Al-Qalamu. Jami, was? Lun? Nein, das ist nicht die Bedeutung von der, was wollte ich sagen? Der schöne Stift, oder? Ja? Al-Qalamul Jamilu. Al-Qalamul Jamilu. Der schöne Stift. Okay, guckt mal, merkt euch eins. Es gibt entweder ein schöner Stift oder der schöne Stift oder der Stift ist schön. Wir haben drei Sätze. In einem Satz ist dabei. Wenn was ist. Wenn was ist. Ja? Ohne Khabar Mubta, Abibi. Das ist schon, ja, Jazakallahu Khairan. Das erste Wort, zweite Wort. Sehr schön. Erstes Wort mit Artikel, zweites Wort ohne Artikel. Okay, das müsst ihr euch merken. Also, das Buch ist schön. Erstes Wort mit Artikel, zweites Wort ohne Artikel. Al-Kitabu Jamilu. So. Die zwei anderen Fälle sind sehr einfach. Ein schönes Buch, also kein Artikel. Das schöne Buch, also mit Artikel. Habt ihr das verstanden? Also, guckt mal. Entweder wir haben einen Satz, was unbestimmt ist, ohne Artikel also. Ein, im Deutschen benutzt du den unbestimmten Artikel. Einer, eine, ein. Oder wir haben einen Satz mit Artikel. Das schöne Buch, der kluge Junge. Also benutze ich auch im Arabischen den Artikel, und zwar bei beiden Wörtern. Also ich habe entweder gar keinen Artikel bei beiden Wörtern oder ich habe einen Artikel bei beiden Wörtern. Wenn ich gar keinen Artikel habe, sage ich ein schönes Buch. Wenn ich die zwei Artikel benutze, also das schöne Buch. Jetzt will ich aber sagen, das Buch ist schön. Muss es Klick machen, Artikel beim ersten, kein Artikel beim zweiten Wort. Al-Kitabu Jamilu. Nein. Al-Kitabu Jamilu. Das Buch, das schön ist. Genau, das kannst du auch machen. Ja, genau. Aber nur damit die Leute erst einmal den Unterschied kennen, auch die deutsche Übersetzung kurz halten. Ja, aber natürlich präziser, wie du gesagt hast, wäre das so. Genau, bitte. Ein Buch ist schön. Da musst du etwas hinzufügen. Kitabun und dann minal kutubi jamilun. Ja, aber das lassen wir mal beiseite. Okay? Also, jetzt üben wir nochmal. Ein kluger Nachbar. Ein kluger Nachbar. Ja? Guck mal. Ein, also benutzt du jetzt einen Artikel oder nicht? Okay, erst einmal kein Artikel benutzen. So, was heißt aber Nachbar? Jarun. Also, Jarun Zakiyun. Kein Artikel benutzen. Okay. Die Moschee ist schön. Al-Masjidu Jamilu. Okay. Lun, sehr schön. Al-Masjidu Jamilun. Warum jetzt Al-Masjidu? Warum Artikel beim ersten Wort und kein Artikel beim zweiten?
Warum? Ja? Wegen ist. Weil ich sage ja, die Moschee ist schön. Man muss sofort Klick machen. Wenn ist dabei ist, also erstes Wort Artikel, zweites Wort kein Artikel. Der Prophet ist Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nein, was habe ich schon gesagt? Muhammad ist der Prophet oder der Prophet ist Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Ich habe gesagt, der Prophet ist Muhammad. Genau, An-Nabiyyu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hier könnte man noch, aber das ist egal, jetzt lassen wir es. An-Nabiyyu Muhammad, also huwa Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ein schönes Gebet. Ein schönes Gebet. Ja? Gut, das war ein Fehler von mir. Der Bruder sagte Salatun Jamilun. Gut, wir haben ja noch nicht gelernt, dass das Adjektiv, die Beschreibung, auch dann weiblich werden muss, wenn das Wort weiblich ist. Aber deswegen, das zählt nicht als Fehler. Ja? Weiß jemand, wie es heißen müsste? Salatun Jamilatun, weil es weiblich ist. Aber braucht ihr jetzt nicht zu wissen. Ja, später vielleicht. So, was haben wir noch? Der Islam ist Religion oder ist eine Religion. Der Islam ist Religion oder ist eine Religion. Al-Islamu Dinun. Ein. Was wird heißen Al-Islamun Dinun? Gibt's nicht. Al-Islamun gibt's nicht. Ein großzügiger Gefährte. Gefährte also vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ein großzügiger Gefährte. Sahabiyun. Und dann? Nicht Kerimun zuerst. Ein großzügiger Gefährte. Die Beschreibung kommt danach. Genau, Sahabiyun Kerimun. Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Uthman. Das zweite Wort habe ich, kannst du es ein bisschen langsamer sagen? Es gab ja viele großzügige Gefährte. Es war ja nicht nur Uthman, radiallahu anhu. Bitte? Sahabiyun. Warum? Ja, weil da kein Artikel dran ist. Aber hätte ich gesagt, zum Beispiel der großzügige Gefährte, heißt was? Nein. Guck mal, du hast jetzt beim ersten Wort ein Artikel, beim zweiten Wort kein Artikel. Also müsste was rauskommen? Ja, aber habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Der großzügige Gefährte. Ich habe nicht gesagt, der Gefährte ist großzügig. Also, wie muss es heißen? Jazakallahu khair. Also, schreibe ich mal auf. As-Sahabiyyu. Al-Karimu. Okay, der großzügige Gefährte. Ohne Artikel, ein großzügiger Gefährte. Artikel hier, aber nicht da, der Gefährte ist großzügig. Ist das klar? Hat jemand eine Frage dazu? Hat jemand nicht verstanden?
Ich gucke gerade mal auch beim Stream letztens vorhin, ob da überhaupt Fragen sind. Okay. Ja, bitte. Genau, wenn beide kein Artikel haben, also Sahabiyun Karimun, also ein großzügiger Gefährte. Bitte schön. Muhammadun. Ja. Ja, ja. Willst du Muhammadu sagen? Muhammadun. Aber du müsstest ja dann weiterreden, damit ich, guck mal, im Arabischen jetzt, wenn du sagst Muhammadun, weiß ich ja nicht, was für ein Kontext, ja? Wenn du jetzt nur Arabisch redest. Aber wenn du jetzt, wenn ich weiß, du meinst einer von vielen, dann sagst du ja Muhammadun min, also ein Muhammad von vielen Muhammads. Also du musst schon einen Satz dann sagen, nicht nur einfach Muhammadun. Muhammadun, du kannst jetzt vieles daraus machen. Ja? Meinst du jetzt einer, meinst du den? Ja? Es kommt auf den Kontext an. Ja? Aber wenn du auch zum Beispiel einer von den Dienern Allahs, Abdun min Ibadillah zum Beispiel, ja? Da musst du dieses Min hinzufügen. Ja? Okay. Später was? Okay. Ist das bis jetzt klar? Oder ist bei jemandem das unklar? Wie gesagt, das muss man üben. Ja? Es ist ganz normal, wenn ihr heute Abend den Unterschied nicht mehr kennt. Ja? Und erst recht morgen. Und deswegen muss man das üben. Einfach reinschauen nochmal die paar Seiten, ja? Damit man das übt. Ja? Noch einmal, das kann ich nicht genug wiederholen. Du wirst nicht lernen, nur weil du hier sitzt. Oder nur weil du dir das Video angeschaut hast. Du musst üben. Ja, Übung macht den Meister, das haben wir schon lange gelernt. Jetzt geht es weiter. Wir werden weiterhin mit diesen Vokabeln üben. Das ist auch ein Vorteil von diesem Buch, ja, dass er nicht immer wieder neue Vokabeln erwähnt, sodass man langsam aber sicher die Vokabeln sich auch einprägen kann. Und zwar was ganz Einfaches, keine Angst. Und zwar, wenn wir ein Wort hinzufügen, um etwas näher zu bestimmen. Und zwar dieses oder dieser. Seite 155. Wir sehen hier, da steht هذا كتاب. Davon? Ja. Dies ist dann, ja? هذا كتاب. Hier erst einmal Hada wird lang gezogen und nicht kurz, nicht Hada. Das ist eine Ausnahme, okay? Es gibt Ausnahmen. Deswegen im Buch seht ihr, da hat dieses kleine Elif, nennt man auch Dolch Elif, Elif Khinjariya oder eben klein Elif, geschrieben. Auch im Koran seht ihr das, ja? Ist genauso wie bei Dhalika, ja? Dhalika al-Kitabu, wird so geschrieben. Aber du sagst nicht Velika, sondern du sagst Velika. Woher will ich das wissen? Die Vokabel musst du lernen, dass es so ausgesprochen wird. Gibt keine andere Lösung. Ja? Und wenn du Koran liest, wirst du sowieso kennen das Wort. Alif, Lam, Mim. Du sagst ja nicht Velika al-Kitabu. Du sagst Velika al-Kitabu. Also kennst du das. Aber im Koran wird eben dieses kleine Alif geschrieben. Das gleiche für Hada. هذا كتاب. Dies ist. Dies oder das ist, wie du willst. Ja? Dies ist in Klammern nochmal, weil im Arabischen benutzen wir nicht das Verb sein. Gibt es das Verb sein? Ja. Zum Beispiel yakunu, ja, oder kana, er war, er wird. Ja? Also, aber auf jeden Fall,
das brauchen wir jetzt nicht für diese Sätze. Kitabun heißt was? Nein? Bitte? Ein Buch. Hada kitabun. Dies ist ein Buch. Okay? Was heißt, dies ist eine Moschee? Hada Masjidun. Und was heißt diese Moschee? Hadal Masjid. So. Also, wenn wir jetzt sagen Hada und dann hier Al-Kitabu, dann heißt das hier diese Moschee. Nochmal, wo? Entschuldigung, dieses Buch. Dieses Buch. Was ist jetzt der Unterschied? Hier habe ich keinen Artikel, hier habe ich einen Artikel. Das heißt also, hier wurde hada verwendet wie ein Wort mit Artikel. Was hatten wir vorhin gesagt? Wann benutze ich ist? Ja, entschuldigen, ja? Erstes Wort hat einen Artikel, zweites Wort hat keinen Artikel. Okay? So, jetzt nehmen wir dieses Wort hada, das musst du dir jetzt merken. Hada ist genauso in der Funktion wie ein Wort mit Artikel. Also, wenn ich sage hada kitabun, muss ich ist hinzufügen. So wie bei einem Wort al-babu kabirun zum Beispiel. Al-Babu Kabirun, was heißt das nochmal? Al-Babu Kabirun? Die Tür ist groß. Was heißt Babun Kabirun? Und was heißt Al-Babu Kabirun? Entschuldigung, Al-Babul Kabirun? Die große Tür. Läuft es jetzt so langsam? Oder immer noch nicht? Hängt es immer noch? Schwaya. Okay. So, bei hada müsst ihr euch auch merken, hada ist genauso wie ein Wort mit Artikel. Hat das nächste Wort kein Artikel, benutze ich ist. Hat das nächste Wort ein Artikel, ist es genauso wie al-babul kabiru, die große Tür. Also, entschuldigt, die al-babul kabiru, genau, die große Tür. Und hier ist auch das Buch entsprechend, wie heißt es, bestimmt, also dieses Buch. Okay? Also, hadhal kitabu, dieses Buch. Es gibt natürlich keine andere Version, entweder hat das nächste Wort einen Artikel oder es hat eben keinen Artikel. Dann schauen wir uns mal den Unterschied an. Was heißt dieses Haus? Was heißt Haus? Ja? Beitun. Was heißt dieses Haus? Wir machen nur männlich momentan. Hada. Dieses Haus. Ist dann ist dabei? Nein. Also was muss jetzt sein? Hadal. Genau. Hadal Baytu. Dieses Haus. Dies ist ein Prophet. Dies ist ein Prophet, ja? Hada Nabiyun. Dieser Prophet, ja? Hada Nabiyu. Sehr schön. Also Prophet hat er noch nicht benutzt hier in diesem Buch. Das müsstet ihr dann ins Vokabelheft. Ja? So. Dann hat er auch noch andere Vokabeln.
Was heißt das? Was ist Qamar? Mond. Qamar ist ein Mond. Hada Qamarun. Ja? Dies ist ein Mond, genau. Weil hier kein Artikel ist. Dies oder eben das ist ein Mond. Okay. So, bevor wir weitermachen, wollte ich ein Beispiel aus dem Koran. Was steht da? Allahu ahadun. Was steht das? Genau. Qul huwa Allahu ahad. So. Allahu ahadun heißt was? Ja? Genau. Allah ist einer. Warum? Genau. Allah ist ja ein Name von dem. Gibt's? Wie viele Allahs gibt's? Es gibt einen bestimmten. Also ist er bestimmt oder unbestimmt? Irgendein Allah. Er ist bestimmt. Als ob er einen Artikel hat. Und tatsächlich hat er ja einen Artikel. Ja? Wobei gibt es unterschiedliche Ansichten, ob er abgeleitet ist von El-Ilah oder nicht. Aber das ist nicht unser Thema. Also Allah. So ein Ahadun hat einen Artikel oder nicht? Unbestimmt. Also muss was jetzt rein? Ist. Also Allah ist, was? Einer. Oder von mir aus ein Einziger. Ja, aber du sagst einer oder Einziger. Okay. Genau, das wäre so ein Beispiel, da brauchen wir es jetzt nicht zu übertreiben. Gut, dann geht es weiter mit Hada. هذا wer liest? Ja. هذا هاتفون. Was heißt هاتفون? Telefon. Und was heißt هذا هاتفون? Ja, bitte. Weiter. Nochmal. Ein was? Ein Telefon, genau. Handy ist ein, wie, was heißt Handy auf Arabisch? Hm? Das ist Englisch, Mobile. Auf Arabisch? Ja, sehr schön. Hatifun Jawalun, oder? Also ein mobiles Telefon, ja, oder ein tragbares Telefon. Mahmulun, Hatifun Mahmulun. Aber Hatif ist einfach nur Telefon. Also, Hada Hatifun heißt, das ist ein Telefon. Sehr schön. Entschuldigung? Ja, das sagt auch weiter. Ein Telefon, natürlich. Sehr schön. Dann hat er hier Hada. Was heißt das? Ja? Das ist ein Schlüssel. Hada miftahun. Das ist ein Schlüssel. Ja, jazakallahu khairan. Gut, dass du mich erinnerst. Das mit der Qalqala, vorhin wurde dir gefragt, nein, beim Lesen, also beim normalen Lesen außerhalb des Korans, ja, wenn du einen normalen Text liest, zum Beispiel Hada, ja hier nicht, Hada Masjid, da musst du nicht die Qalqala machen. Du sagst nicht Hada Masjid. Ja. Natürlich ohne Qalqala wird es schwierig sein. Du sagst auf jeden Fall Hada Masjid. Aber du musst jetzt nicht wie im Koran die Qalqala richtig aussprechen. Masjid. Ja, so redet man nicht. Und auch das Verlängern wie im Koran wird nicht gemacht. Ja? Du sagst zum Beispiel nicht
Hier wäre was am Ende? Eine Verlängerung, oder nicht? Entweder 2, 4 oder 6 Einheiten, ja? Zeiteinheiten. Sagst nicht, Herr, der Miftah. Das machst du im Koran. Ja? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Aber wenn du jemandem sagst, Herr, der Miftah, Punkt, Salam alaikum, das war's. Also diese Rezitationsregeln werden nicht beim Sprechen benutzt. Das war's schon? Okay, dann geht's weiter. Bitte? Dies ist ein Schlüssel. Ja, und jetzt? Was haben wir gesagt? Hada miftah. Ob du jetzt dies oder das, meinst du? Du hast ja gehupst wie gesprungen. Dies ist ein Schlüssel, das ist ein Schlüssel, das ist das Gleiche. Ja? Im Deutschen, bitte? Okay, Seite? 100? 55 oben. Genau, man sagt dies oder das, genau. Dann geht es weiter, 161, mit der Frage danach. Ja? Mit der Frage danach. Dann machst du einfach, also was ist das? Einfach ma hada. Oder das machen wir inshallah dann nach der Pause, denn jetzt haben wir schon 17 Uhr. Nur so zur Info, barakallahu fikum. Natürlich im Tagesseminar werden wir mehrere Seiten durchnehmen. Ja? Und wichtig ist, dass ihr einfach nur das versteht, aber eben, wie gesagt, pro Woche einen Vortrag nochmal wiederholt. Also nicht denken, boah, das war zu viel Input, ist ja klar, ist ein Tagesseminar. Ja? Das heißt, es ist nicht so wie ein wöchentlicher Unterricht, der einmal in der Woche stattfindet und dann macht man nur ein Thema, dann geht man zum nächsten. Hier werden mehrere Themen an einem Tag behandelt, aber deine Aufgabe ist es, pro Woche dann einen Vortrag dir anzuschauen, zu üben, die Übungen zu wiederholen. Ja? Das heißt, mach diese Übungen mehrmals. Sag dir nicht, das habe ich doch schon. Noch einmal, der Lernprozess ist das Wiederholen, selbst von dem, was du schon mal getan hast. Ja? Und nicht nur immer neu Input, Neues, sondern insbesondere das Alte wiederholen. Das heißt, du nimmst dir mal Wörter, Qamarun und dann Kabirun. Ja, machen wir mal. Was heißt Qamarun Kabirun? Ja? Ein großer was? Qamar. Was ist Qamar? Mond. Also, Qamarun Kabirun. Ein großer Mond. Al-Qamarul Kabiru. Der große Mond. Al-Qamaru Kabirun. Der Mond ist groß. Und so weiter. Und dann üben. Jeden Tag 1, 2 Sätze. Ihr müsst jetzt nicht halbe Stunde üben. Aber jeden Tag 1, 2 Sätze, dann sitzt das inshallah ta'ala. Sonst noch irgendwelche wichtige Fragen zu diesem Thema? Gibt es jemanden, der es nicht verstanden hat? Ja? Mit? Also, wir haben Qamarun Kabirun. Ein großer Mond. So. Dann haben wir Al-Qamarul Kabiru. Also beide Wörter haben Artikel. Der große Mond. Dann haben wir Al-Qamaru mit Artikel. Kabirun ohne Artikel. Der Mond ist groß. Hada Qamarun. Nein, nicht dies ist der Mond. Dies ist ein Mond. Hada Al-Qamaru. Dieser Mond. Aber man könnte auch dann sagen, dies ist der Mond. هذا القمر im Sinne von هذا هو القمر. Okay, sonst noch Fragen? Okay, dann bereiten wir uns mal vor auf Asr inshallah ta'ala und nach Asr geht es weiter bi'idhn Allah. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da war ganz kurz für Handy auf Arabisch, schreibe ich jetzt gleich.
هاتف جوال. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.